Hallo Kleingärtner, hier ist Gerd Minse von Kleingärtner-Tipps. Ein paar kleine Tipps zum November dieses Mal. Zuerst Grünkohl. Wie ihr wisst, ist der Grünkohl eigentlich erst richtig schmackhaft, wenn der erste Frost gekommen ist. Nun ist es aber leider dieses Jahr so, dass ja immer noch kein Frost war und die Temperaturen ziemlich milde sind. Bei Frost setzt die Pflanze nämlich Zucker frei, der dann in die Blätter geht und uns diesen guten Geschmack bringt. Trotzdem muss man sich die Pflanzen ansehen. Sollten unten am Stamm die ersten Blätter langsam gelb werden, dann ist das das Zeichen, dass die Pflanze langsam abstirbt. Also wenn bis dahin kein Frost gekommen ist, müsste man dann trotzdem die Grünkohlpflanzen ernten, um überhaupt noch Grünkohl zu haben. Anschließend noch ein paar kleine andere Tipps. Kleingärtner, die so ihren Garten nicht gerade in der Nähe ihrer Wohnung oder hinterm Haus haben, sollten jetzt rechtzeitig Vorsorge treffen, damit im Winter nicht allzu viel Schaden entsteht. Dazu gehört ganz kurz Wasser abstellen. Falls eine Wasseruhr vorhanden ist, richtig schön verpacken, damit sie über Winter nicht einfrieren kann. Schlösser, Türbänder und alles, was sich bewegt, schön einölen, damit sie über Winter nicht einrosten. Und ganz wichtig ist zum Beispiel der Schutz oder die Vorsorge vor Diebstahl. Ihr wisst ja, dass das in den letzten Jahren sehr häufig zugenommen hat. Und deswegen sollte man versuchen, den Einbrechern das etwas schwerer zu machen. Dazu gehört als Vorsorgemaßnahme, alle elektronischen Geräte wie Fernseher, Radio mit nach Hause zu nehmen und genauso keine Lebensmittel dort weiter einzulagern, sondern alles mit nach Hause, den Kühlschrank lahmlegen, das heißt also Stromversorgung unterbrechen. Und was auch viele vergessen, ist im Winter mal ab und zu den Garten zu besuchen, um eventuelle Einbrüche gleich der Polizei zu melden. Günstig ist es natürlich, was ja auch nicht überall vorhanden ist, wenn dort irgendwo ein Nachbar ist, der mal nach dem Rechten sehen kann. Es gibt ja viele Kleingärtner, die inzwischen ihre Bungalows so gebaut haben, dass sie das ganze Jahr über dort im Garten wohnen. Noch ein Tipp: Buchenlaub ist sehr gut für zum Abdecken, für den Winterschutz, weil es sehr schwer verrottet, die Oberfläche ziemlich ölig ist und wasserabweisend. Also wer in der Lage ist oder in der Nähe sowas hat, der kann das ohne weiteres nutzen. Auch sollte man eventuell Laub und Reste von dem Obstbaumschnitt, wenn man es jetzt nicht mehr schreddern kann oder auf den Kompost bringen, sollte man den ruhig gut gemischt in der Ecke, falls was frei ist, lagern. Das sind immer die besten Unterkünfte, zum Beispiel für unsere Igel. Kurz noch zu den Zimmerpflanzenbesitzern. Natürlich darf man im November den Zimmerpflanzen nicht gerade da beiseite stellen und nichts mehr machen. Man sollte schon mal ein bisschen die Pflege aufrechterhalten. Beispiel wäre zum Beispiel Kamelien. Sie brauchen eigentlich ein kühles Zimmer zu überwintern und dürfen nie ganz trocken sein. Viele machen dann den Fehler, wenn sich die ersten Knospen bilden, dass sie dann einfach den Topf in die warme Zimmer bringen und denken, sie können es zum Blühen bringen. Das ist grundsätzlich falsch. Warum das so ist und viele andere Tipps findet ihr wie immer in meinem monatlichen Ratgeber für November auf meinem Blog. Und ihr wisst ja, den Link zum Blog findet ihr immer unter dem Video von mir. Und genauso auch würde ich mich freuen, wenn ihr meine Facebook-Fanpage besucht und ein Gefällt mir da lasst. Bis zum nächsten Tipp. Alles Gute, euer Kleingärtner.